Hier sind noch 3 Runden entfernt. Gut, die fliegen nicht, das Kolonieschiff fliegt nicht ins Kriegsgebiet, das ist auch schon mal gut. Und auf Modern 5 haben wir jetzt plötzlich Platz, das ist gut. Dann können wir nämlich wie geplant unsere Träger reinklotzen. Und gleich weitermachen. Ah ja, jetzt sind alle Schiffe da. Die Transporter. Mal sehen, wir wissen, es sind 4 feindliche Kriegsschiffe da, plus ein neues, die Abteilung. Ah ja, wie gesagt, die Armada hat in diesem Fall nur Schwadronengröße. Also haben sie zumindest nicht Dutzende Armeen oder so mitgebracht, sondern vielleicht nur eine oder so. Und am Anfang hat man auch nur kleine Transporter. Ja, ja, und jetzt bombardieren sie. Aber sie haben glücklicherweise noch nicht Truppen gelandet. Wir wollen uns erstmal weichklopfen. Und Stoßtruppen können wir ab jetzt bauen. Das ist schon mal nützlich. Jetzt werden erstmal hier haufenweise Schiffe gebaut. Kriegen jetzt anscheinend pro Runde einen Träger. Na gut, Planänderung. Wir machen weiter, bis wir 3 haben. Damit sich das richtig lohnt. Und dann machen wir unseren 5er-Klotz. Ah ja. Und hier können wir mal kurz uns einmischen. Und Stoßtruppen bauen. Macht die KI auch bald alleine. Fangen wir ein bisschen früh an. Naja, wir haben immer noch Schwierigkeiten mit unserer Mineralienproduktion. Jetzt steht jetzt unter Blockade. Wir haben ein Problem. Wir könnten schon jede Menge Schiffe einsetzen. Mal sehen. Punktverteidigung. Ja genau, wir machen das also so. Unsere Trägerschwadron hat dann 3 Träger und ein Punktverteidigungsschiff. Dann können wir noch eine 2 Schwadronen einsetzen. Kurzstreckenkampf und Langstreckenkampf. Wir können also durchaus schon theoretisch eine Menge Schiffe einsetzen. Ja, ich will nur nicht, dass hier von galaktischen Westen und Süden Überraschung kommt. Wo wir jetzt noch so lange warten müssen, bis die Schiffe da sind. Was ist dann inzwischen unterwegs demnächst hier? Schauen wir mal, wie die Situation in ein paar Runden ist, wenn wir unsere Trägerschiffe losschicken können. Oder ich bin vorsichtig für den Fall, dass unsere guten alten Feinde hier von Schiffe noch losschicken und hier ankommen. Ja, yep, am besten vorsichtig und ich schicke nochmal eine weitere Flotte los. Wir haben unsere 3 Kampfkreuzer hier. Ist noch ein Platz frei. Na, am besten ein Punktverteidigungsschiffchen dazu. Das ist dann jetzt die Second Royal Fleet. Ah, genau. Und du fliegst nach... Nee. Das ist ja gerade der Witz. Da müssen wir durch das Kampfgebiet. Aber was, wenn da genügend Feindschiffe sind, dass wir zuerst nicht durchkommen. Du fliegst also hier hin. Andererseits ist das hier direkt an denen vorbei. Das könnte auch ein Problem geben. Aber hey, die KI fängt das ja erst an zu nerven, bis wir da ankommen. Und entweder haben wir 10 Runden noch Frieden und dann ertragen wir es auch, wenn da Schiffe durchkommen. Oder wir sind mit denen auch im Krieg und dann ist es mir wurscht. Ja, yep. Ganz normal. Ah ja, minus 147, dank unserem Krieg. Aber es ist eigentlich noch nicht viel passiert. Unruhig, politische Beziehungen. Verhältnis, Vertrag und Gleichgültigkeit überall. Also richtig will keiner. Aber die Kyberneten in unserem Brudervolk haben anscheinend gemerkt, was passiert, wenn sie uns erlauben, unseren komischen Freiheitsdrang voll auszuleben und machen sich deswegen Sorgen. Und wir werden ihnen jetzt zeigen, dass wir sie für ihre Frechheit in Altmetall umwandeln werden. Runde nächste.
Ohoho, was ist denn hier los? In irgendeinem Planeten treffen wir auf unsere Verbündeten und wir behalten die Position. Kein Kampf. Und wir treffen die Hisur wieder neue. Im selben System. Aber wir wollen möglichst wenig Kämpfe auslösen und gehen auf Blockieren statt Stürmen. Einem Scout wäre das auch dumm, also kein Kampf. Wir leiten jetzt mal den Kampf, verteidigen Niederlage. Weil wir nichts haben, mit dem wir verteidigen könnten. Und jetzt kommen die ersten Bodentruppen. Genau. Die Paitianer haben eine volle Armee abgesetzt. Und wir haben auch eine volle Armee und die Stärke ist fast gleich. Ja, bei uns ist sie etwas schwächer, weil einige unserer Einheiten sind in Wirklichkeit Milizeinheiten, weil erinnert euch, unsere Armee hatte 23, 24 Einheiten oder so um den Dreh rum. 20 Kampfeinheiten plus 3 psychologische Einheiten. Und der Rest sind halt Milizeinheiten und die sind nicht so stark wie gewöhnliche Infanterie. Und wir könnten jetzt alles Mögliche aussuchen. Na gut, Einkesselung ist vielleicht jetzt noch ein bisschen viel, vor allem weil die Feinde ja. Schauen wir mal. Der Trick ist dabei, die KI sucht sich auch eine passende Angriffsdoktrin aus. Und einige haben Vor- und Nachteile. Zum Beispiel, wenn ich den Rückzug antrete, während die irgendeine super Angriffsdoktrin nehmen, dann kriege ich voll den Arsch voll und die haben kaum Verluste. Und wenn die irgendwas aussuchen, wie Einkesselungsdoktrin und wir machen auf Guerilla oder so, dann käme, wäre das, ich nur jetzt Beispiel, jetzt eine Kombination, die würde den Angreifer schaden. Jetzt versuche ich mal irgendwas zu nehmen, mit dem wir die Verteidigung möglichst gut machen können. Entweder machen wir unsere Verteidigung schön tief oder gestaffelt. Ach, was soll diese Langweilerei? Im Namen des Imperators, Gegenangriff. Die schmeißen wir doch sofort wieder in Kollateralschäden. Ach, sind ohnehin nur keine nicht viele Meckler auf dem Planeten und die Darlok können das schon durchhalten. Kampfintensität hoch, Kollateralschäden hoch und wir kämpfen mit Ehre, also kein atomar, chemisches, biologisches Zeug und so weiter. Ich bin nicht mehr sicher, ob biologische Waffen gegen Meckler überhaupt was bringen würden. Also jetzt, auf zum Kampf. Ah, Artillerieduell. Und bis jetzt haben anscheinend nur wir Verluste. Ah ja. Hier sehen wir sie schon. Ah, verdammt, sie haben es geschafft zu landen. Und wir kassieren mächtig Prügel. Jetzt müssen wir noch hoffen, dass wir überleben die Runde. Denn wenn wir total überrannt werden, verlieren wir den Planeten. Wenn wir den feindlichen Vormarsch dagegen zum Stoppen bringen und er nur ein, zwei Regionen besetzt, dann kann ich in der nächsten Runde eine weitere Armee aufbauen und sie dem Feind in den Weg werfen. Ja, genau. Ein, zwei Regionen haben wir verloren und unsere erste Armee ist fast aufgerieben worden. Und vor allem, ja, genau, wir haben kaum Nachschub. Wir haben diese Nachschubeinheit noch nicht erfunden und deswegen kämpfen wir unter Blockade und deswegen sind wir übel dran. Aber keine Angst, der Feind hat auch ein paar Verluste gehabt. Ja, und jetzt kriegen wir die entsprechenden Nachrichten. Na, aber bald kriegen wir auch mobile Infanterie, dann können wir dem Feind noch mehr durch die Mangel drehen. Okay, das reicht. Jetzt bräuchten wir mehr Transporter, oder? Das lohnt sich dann wahrscheinlich gar nicht. Ich überlege gerade, was jetzt am besten ist. Ach ja, für den Fall der Fälle nochmal 5 von denen bauen. Das sollte dann für eine Zeit lang reichen. Jetzt muss ich ein paar Runden warten, bis die anderen beiden Träger fertig sind. Hier ist eine Raketenbasis fertig. Und wir brauchen noch ein bisschen Punktverteidigung. Aber nicht mehr so viele Schiffe von denen bauen. Nachher ist das auch veraltet. Und wenn wir nicht aufpassen, wird die KI sowieso massenhaft ausspucken. Okay. Das ist schon mal gut. Jetzt haben wir eine Grenze erreicht. Und fliegen wir da mal zurück. Das ist ein Schiff von Beans. Das ist wahrscheinlich auch ein Erkunder. Und die Hisur haben wir hier gefunden. Was sind die denn für Knilche? Ras. Achso, das ist so eine Reptilienrasse.
Okay, hoffentlich kommen wir mit denen noch ein bisschen besser aus. Aber wir müssen jetzt mal ranmachen und hier ein paar Kolonien errichten, bevor die uns auch auf die Pelle rücken. Die zweite Flotte ist jetzt unterwegs. In 9 Runden kommt sie da an. Und jetzt müssen wir unsere kleinen Fregatten hier mal zurückhalten, für den Fall, dass wir plötzlich ein paar Schiffchen hier an der Grenze brauchen. Ich schau mal gerade. Dann wäre dann das nächste Kolonistenraumschiff fertig. In 7 Runden hier. KI. Mal sehen. Ich kann die Wirtschaftsentwicklung hier etwas runternehmen. So, jetzt haben wir 2 Runden eingespart, ohne viel Schaden anzurichten an unserer Finanzkapazität. Und, naja gut, das ist wurscht. Sonst ist alles in Ordnung. In 5 Runden ist ein Kolonistenraumschiff fertig, die Stoßtruppen sind fast sofort fertig und dann haben wir wieder ein Punktverteidigungsschiff mehr. Gut, in 3 Runden ist ein Erkunder fertig. Also auch gut, dann ist wahrscheinlich auch bald der letzte Träger fertig. Machen wir das mal lieber so. Von denen brauchen wir wahrscheinlich mehr. Ich weiß, das ist ein Widerspruch zu dem, was ich am Anfang gesagt habe. Aber jetzt brauchen wir die vielleicht. Und hier? Na gut. Hier können wir noch keine mobile Dings da basteln. Was ist mit Chondote? Ah gut, hier ist es zumindest schon geplant. Ah ja. Ja, da würde ich... da... Die Bevölkerung ist ein bisschen unruhig, weil wir sie nicht beschützen. Und hier kommen immer noch mehr Transport-Armada-Schiffe und so weiter. Aber in einer Runde sind unsere ersten Verstärkungen da. Na gut, die sind noch 9 Runden entfernt. Da müssen wir hoffen, dass unsere Flotte stark genug ist, die durchzuverprügeln. Zumindest sollten wir so viel Schaden anrichten, dass der Feind nicht noch mehr Truppen losschickt. Schauen wir mal hier, wie es hier aussieht. Ja, vieles muss jetzt neu gebaut werden oder ist erst in Planung. Wir haben wirklich eine Menge Schaden angerichtet bei den Kämpfen. Ich schau mal hier Militärinfo. Boden. Ja, die Überreste der ersten Jet-Armee. Und die feindliche Streitkräfte. Infanteriekorps 14. Mit erfahrenen Infanterietruppen. Und Psy-Ops. Und Infanteriekorps 15. Also im Prinzip etwa dieselbe Stärke. Ja, ja, ich werde jetzt erstmal eine zweite Armee aufbauen. Ah, jetzt können wir uns den Oh, das ist nur ein Zerstörer. Oh, wow, und ich schicke euch Kreuzergröße entgegen. Oh, okay, gut, dann habe ich mir ja umsonst Sorgen gemacht. Dann können wir uns ja gleich bitter rechnen für die Schäden. Ich meine, in meiner LS, in unserer Langstrecken-Schwadrone sind ja auch nur Kreuzer, bis auf die Nebenschiffe drin. Das wird also ein Massaker. Als Rache für das Massaker an unseren Dalok-Untertanen. Aber jetzt müssen wir erstmal dafür sorgen, dass wir das auch überleben. Oh, ja, ja, das meine ich damit. Wir haben noch nicht genügend Leute. Aber jetzt können wir nochmal eine super Armee. Und jetzt hier haben wir auch ein paar Meta-Shifter. Unsere Gestaltwandler, die jetzt aussehen wie Meckler. Die sollen mal gefälligst auch dabei helfen, ihre Heimat zu verteidigen. Ja genau. Truppe entfernen. Truppe entfernen. Ich behalte mal lieber ein paar für später. Und hier nehme ich auch mal ein paar raus. Und nehme dafür... die da rein. Genau. Oh, eine zu viel. Egal, nehmen wir die hier raus. Genau, ey. Das sind Meta-Shifter-Einheiten. Die sollen mal gefälligst dann ihre Planeten mitverteidigen helfen. Ja, außerdem haben sie eine größere Initiative. Okay. Aber dafür sind ihre anderen Fähigkeiten nicht so gut. Aber dafür können sie auf höherer Schwerkraft besser verkraften. So, das ist jetzt quasi die zweite Jet-Armee. Die imperiale Reserve wird einberufen. Second Jet. Okay, das war dumm. Die Second Jet Army. So, ihr gehört jetzt
zur imperialen Armee und ihr werdet jetzt verdammt nochmal euren eigenen Planeten hier verteidigen. Ist ja wohl eine Frechheit. Und für den Fall der Fälle gebe ich euch noch einen Reservekorps dazu. Oi, na gut, jetzt ist nicht mehr viel übrig. Eine. Kurs. Okay, das hat ja gerade so gereicht. Maximal 12 Kampfeinheiten. Gut, das ist praktisch, ja. Ich kann ja jederzeit... Also, ich kann ja einen Kurs oder eine Armeeeinheit, die ich aufgestellt habe, die kann ich auch locker wieder auflösen. Das ist es also nicht. Die habe ich dann noch ein paar Runden wieder. Sollte man sogar ab und zu machen, weil Einheiten, die Kämpfe überleben, viel höher aufsteigen können als bis erfahren. Das ist meistens das Beste, was man kriegt, wenn man die einfach nur rumlungern lässt. Und darum habe ich auch gerade eben erfahrene Psyops-Einheiten genommen, weil die haben nicht nur leicht bessere Werte als die Trainierten. Die Trainierten werden nach ein paar Runden automatisch bei erfahren landen. Also wäre es wirklich dumm, wenn man die unteren Sachen quasi zuerst nimmt. Man sollte immer bei den erfahrensten Einheiten anfangen bei seinen Armeen. Ich habe das jetzt nur anders gemacht, weil ich dringend ein paar Reservetruppen bräuchte. Aber wie gesagt, wenn wir am Ende den Krieg überstanden haben, hier auf dem Planeten, können wir die Einheiten, die wir nicht brauchen, wie zum Beispiel diese riesigen Armeen, die ich hier habe, alle auflösen und nach Hause schicken. Die feindlichen Einheiten hingegen, die werden wir jetzt ausradieren mit unserer Überlegenheit. Jetzt gucke ich nur schnell mal, ob ich irgendwas übersehen habe. Ja, ja, aber das System können wir ja leider nicht kolonisieren. Kokanuk. Da sind wir gleich drei feindliche Kolonien. Okay, ihr WL517 Paitianer. Jetzt geht's in der nächsten Runde ans Eingemachte. Flotte abfangen, Kampfleiten. Hier sind wir. Oh ja. Und jetzt hier, wir sind die langsamsten überhaupt. Hier werden wir erstmal von Jägern angegriffen, aber Gott sei Dank halten unsere Schutzschilde die paar Jägerlein stand, die man in einen Zerstörer reinstopfen kann. Und das war's dann auch. Sehen, hier haben wir die den Träger und die Transporter. Und da die Schiffe so unterlegen sind, ist es besser. Wir dezimieren zuerst den Träger und dann die Transportschiffe. Vor allem, weil wir mit den Transportschiffen auch die Bodentruppen töten. Und dann kümmern wir uns um die feindliche Einheit hier. Das ist vor allem deswegen gut, weil vor allem die Träger können uns hier wieder auf die Nerven fallen, wenn wir nicht aufpassen. Und wie ihr seht, braucht man nicht mehr viel Feuerkraft, dann sind die draufgegangen. Jetzt zerstört man hier den. Und jetzt zerstört den. Ja, los. Benutzt eure Energiewaffen. Und zerstört den Transporter. Ja, das ist... okay, an die kommen wir jetzt wahrscheinlich nicht mehr dran. Und unsere Schutzschilder halten das vielleicht auch nicht mehr aus. Hast mal Glück gehabt. Nur einzelnes Transportschiff. Das Schiff wird wahrscheinlich abhauen, sobald die Verluste zu stark werden. War jetzt hier ein Duell. Die leichten, veralteten Feindschiffe gegen unsere modernen Kampfschiffe. Dann sieht man hier auch im Größenvergleich Zerstörer und unsere Kreuzer und ein Zerstörer und ein kleines Begleitschiff. Jetzt haben wir ein Feindschiff schon vernichtet. Diese roten Dinger sind normale Laser, während unsere weißen Strahlen sind diese Quarkium-Kanonen, die ich ja hier in Partikelprojektor-Kanonen umbenannt habe. Weil, naja, Quarks sind ja sowas wie winzige Partikel. Und das erschien mir halt wie... jetzt versuche ich schon wieder, mich für meine Übersetzung zu rechtfertigen. Ja, hier, guckt lieber auf die Explosion hier. Den erwischt's gleich. Den Zerstörer. So, das habt ihr davon. Oh, der ist noch nicht abgehauen. Dann nehmen wir jetzt mal die Verfolgung auf. Und nee, da springt er schon aus dem System. Wir haben gewonnen. Die Belagerung ist aufgehoben. Sieg! Die erste königliche Flotte hat die Feinde vernichtet und uns wirklich einfach aussehen lassen. 8 Schiffe hatten wir als Gegner. 1 ist aus dem System gesprungen, 7 wurden zerstört und sind nur noch Trümmerwolken. Und, wir haben ja noch diese feindliche Armee. Jetzt haben wir 55 Einheiten.
gegen 30. Und jetzt können wir zum Gegenangriff ausholen. Suchen wir das hier nochmal. Konzentrationsdefensiv. Gut, jetzt versuchen wir nochmal einen Gegenangriff. Oder nee, wir versuchen jetzt mal die Feinde einzukesseln. Mal sehen, ob das klappt. Oh je. Beschleunigen wir das mal, das sieht schon eher schlecht aus. Es ist nichts passiert. Aber jetzt, wo die Belagerung aufgehoben ist, kämpfen wir jetzt unter Vorteil. Und der Feind, die feindliche Armee, die sitzt da abgeschnitten rum und wird in der nächsten Runde wahrscheinlich eins aufs Dach kriegen. Gut, jetzt können wir hier mal wieder anfangen. Ich setze mal mobile Infanterie dazwischen und dann machen wir mal wieder Kolonisationsschiffe, jetzt wo wir wieder im Vorteil sind. Ein neues System erforscht. Machen Fortschritte. Schienengeschütze, Paketmann. Was ist denn das alles, das Zeug? Gucken wir uns mal gleich an. Oh, gut. Du musst wenigstens nicht weiterfliegen. Eine Lücke geschlossen. Und jetzt fliegst du nochmal dahin. Ich hab vergessen, was da war.